Nach den vergangenen zwei Episoden, die sicherlich zum Teil eine emotionale Herausforderung an einen RG-Fan darstellten, würde ich an dieser Stelle wahnsinnig gerne etwas länger im Happy End der Nachkriegszeit schwelgen und ein wenig mehr die kreative und fruchtbare Atmosphäre der vier Comics-Künstler zelebrieren, die nun in der Redaktion des Tintin-Magazins zeitgleich an ihren Comicreihen arbeiteten. Doch leider ist das nur sehr begrenzt möglich. Denn die Ereignisse in Hergés Leben waren an dieser Stelle weit davon entfernt, geruhsam zu werden. Das Gegenteil war der Fall und darauf werden wir eingehen müssen. In den letzten Episoden habe ich über die recht aufregenden Entstehungsmomente des Journal de Tintin unter der Ägide von Raymond Leblanc berichtet. Das Magazin war bei seiner Erscheinung ein sofortiger Erfolg. Ich möchte kurz mal auf den Aufbau der Zeitschrift eingehen. Am Anfang erschien das Tintin-Magazin lediglich in einem Umfang von 12 Seiten, was sicherlich auch ein wenig der Tatsache geschuldet war, dass so unmittelbar nach dem Kriegsende Papier noch immer ein etwas problematisches Mittel war. Der geringe Umfang des Heftes wurde auch sofort von den Lesern in zahlreichen Briefen kritisiert. Die Titelseiten wurden abwechselnd von den vier Künstlern gezeichnet. In der Ausgabe 1 war es natürlich Hergé, der das Titelbild beisteuerte. Doch bei der Folge 2 übernahm Jacobs das farbige Cover. In der dritten Monatswoche war Jacques Lodi dran und in der vierten Woche der Benjamin dieses Teams, der Zeichner Paul Cuvelier. Das jeweilige Bild nahm Bezug auf eine der vier Serien, die hier gleichzeitig publiziert wurden. Dieser Vier-Wochen-Rhythmus wurde aber schon nach zwei Monaten aufgegeben, denn das Magazin begann auf seiner Titelseite auch andere Bezüge zu nehmen als auf die eigentlichen Comicreihen. Insbesondere allerlei Feiertage wurden oft auf der Titelseite reflektiert, zumeist mit der Tintin-Familie. Hergés Zeichnungen dominierten am Anfang die Titelseiten, doch das sollte sich zügig ändern. Sah man sich das Heft 10 Jahre später an, waren Hergés Zeichnungen eher eine Seltenheit. Schlug man das Heft nun auf, war stets die linke Seite editorial und wurde von Tintin, also Tim, verfasst, der hier als eine Art imaginärer Herausgeber auftritt. Das war gerade bei jungen Lesern sehr beliebt, direkt von Tintin angesprochen zu werden. Bereits ab der dritten Woche galt hier der rechte Spalt den Lesern. Unter der Überschrift Mon Courrier wurden hier im Telegrammstil Tintins Antworten auf Leserbriefe abgedruckt. Das war ein recht spannendes Konzept, da der Leser nicht wusste, welche Art der jeweilige Leserbrief war und er das aus Tims Reaktion erraten musste. Gegenüber auf der dritten Seite ging es dann schon mit dem ersten Comic los, mit Les Extraordinaires Aventures de Corentin von Paul Cuvelier. Bei der vierten und fünften Seite entschied man sich für einen Fortsetzungsroman und griff hierbei zu den Klassikern. Für eine recht lange Zeit erschien hier Der Krieg der Welten von H.G. Wells. Das war keine allzu progressive Entscheidung, zumal das Buch bereits 1906 in Belgien erschienen ist. Doch ich vermute, die Redakteure waren froh, dass sie immerhin zwei Seiten der Zeitschrift mit etwas füllen konnten, das zwar spannend ist, ihnen aber nicht viel Arbeit abverlangte. Man darf nicht vergessen, dass diese Zeitschrift wöchentlich erschien und nur 4 Zeichner besaß. Woche für Woche ist das ein immenser Arbeitsdruck, der da im Nacken der Künstler stattfand,
Das Tagespensum war durchaus beachtlich und Ruhepausen gab es nicht. Immerhin hat diese Fortsetzungsausgabe des Sci-Fi-Klassikers eine Besonderheit hier. Für die grafische Begleitung des H.G. Wells-Romans war Edgar B. Jacobs zuständig. Er erschuf damit eine Serie aus recht düsteren und stimmungsvollen Bildern, die der Nachwelt erhalten geblieben sind. Im Januar 1947 wurde Krieg der Welten auch auf der Titelseite präsentiert. Hierzu hat Jacobs ein tolles Farbbild gezeichnet. Blätterte man nun um, befand man sich in der Mitte der Zeitschrift. Hier war das Herrschaftsgebiet von Hergé, dessen Sonnentempel hier ganze 3 Jahre erschien. Mit Unterbrechungen, doch dazu später mehr. Die darauffolgende Seite 8 war eine Art Wildcard. Hier konnten entweder spannende Kurzgeschichten publiziert werden oder auch mal Artikel über irgendwelche rätselhaften Phänomene oder historische Besonderheiten. Die Seite 9 besaß viele Jahre einen alternierenden Inhalt, der nach festem Schema ablief. In allen ungeraden Ausgaben gehörte diese Seite Kapitän Haddock und in allen geraden Ausgaben gehörte sie Major Winks. Die Haddock-Rubrik trug die Überschrift Les Entretiens du Capitaine Haddock, also das Interview mit Kapitän Haddock, und befasste sich naheliegenderweise mit interessanten Themen aus der maritimen oder nautischen Welt. Major Winks war eine Gestalt, die nur in einem einzigen Tintin-Band in Erscheinung getreten war, als der mutige Pilot, der in Der geheimnisvolle Stern Tintin zu dem abgestürzten Asteroiden fliegt. Damals hatte der Pilot noch keinen Namen, doch das behob man hier schnell. Seine Rubrik hieß Les Propos du Major Winks, zu Deutsch Major Winks Anmerkungen, und präsentierte spannende Themen aus der Welt der Aeronautik und der Flugzeugtechnik. Damit zahlte man auf 2 Themen ein, die den Fans von Tintin damals sehr wichtig waren: die Welt der Schiffe und Flugzeuge. Beides hatte in Tintin-Geschichten oft eine prominente Rolle gespielt. Hergé ergänzte jede Woche die Texte mit neuen Zeichnungen, die extra für diesen Zweck angefertigt wurden. Hierbei sah man zumeist Tintin in einem historischen Kostüm, das sich auf das beschriebene Thema bezog. Auf der Seite 10 erwartete den Leser nun der 3. Comic in diesem Heft, eine Seite von Jacques Lodi und seiner mittelalterlichen grafischen Novelle La Légende de Quatre Filles Aimantes, basierend auf der fränkischen Sage um die Heimonskinder. Die 11. Seite war erneut eine Rubrik mit relativ wandelbarem Inhalt. Unter der Überschrift Tintin vous raconte, zu Deutsch Tim sagt es Ihnen, befanden sich allerlei spannende Geschichten über Piraten, Zaubertricks, über Attila den Hunnen oder die Abenteuer von Marco Polo. Blätterte man weiter, war das Heft zu Ende. Die farbige Rückseite gehörte Edgar Pierre Jacobs. Hier erschien das Blake and Mortimer Abenteuer Le Secret de l'Espadon, das Geheimnis des Schwertfischs, auf Deutsch später unter dem Titel Der Kampf um die Welt veröffentlicht. Vergleicht man das Tintin-Magazin nun mit dem Le Petit Vingtième, so fällt deutlich die frische Brise aus Abenteuerlust und Knabenträumen auf. Das Magazin ist deutlich moderner und das liegt nicht nur an den fortschrittlicheren Druckereibedingungen. Man darf nicht vergessen, dass Le Petit Vingtième einer ultrakatholischen Redaktion unterstand. Die redaktionelle Umsetzung fiel oft sehr paternalistisch und belehrend aus. Dort hatte noch allzu sehr ein moralisierender Geist geherrscht. Hier am Anbeginn des Tintin-Magazins ahnt man bereits, dass die Nachkriegsjugend eine etwas andere sein wird als die Vorkriegsjugend. Gerade Comics, die da aus den USA nach Europa kamen, machten deutlich, dass die Jugend nicht unmittelbar belehrt werden will, sondern an Abenteuern interessiert ist, an spannenden Erlebnissen, an einer Abwechslung vom drögen Schulalltag. In der 13. Woche reagierte Raymond Leblanc auf die unzähligen Zuschriften der Leser und genehmigte eine Erhöhung auf 16 Seiten. Die 94 Seiten dienten einem vielfältigen Zweck. Auf der Seite 4 und 5 erschien nun Le Rayon du Mystère, eine Fortsetzungsgeschichte mit der anderen Hergé-Familie Jo, Zete et Joko, auf Deutsch Jo, Zete und Joko. Diese Geschichte war bereits von 1936 bis 1938 in Le Petit Vingtième erschienen, doch man kann annehmen, dass die aktuelle Jugend der späten 40er das kaum kannte. Das Druckformat war allerdings recht klein, denn ein Viertel der Fläche gehörte Professor Bienlein und seiner Rubrik Truc et Ficelle, was man lose als Tricks und Kniffe übersetzen könnte.
Hier ging es also vorrangig um Erfindungen und allerlei Dinge, die man mit Schere, Papier oder Faden machen kann. Oft wurde einfach nur die Handhabung von Werkzeugen erklärt. Der linke Spalt der neuen vierten Seite war dem Pfadfindertum gewidmet und trug die Überschrift Tintin Scoutisme, während der rechte Spalt auf der Seite 5 die selbsterklärende Überschrift Tintin Sport trug. In der zweiten Hälfte des Magazins waren damit auch zwei neue Seiten dazugekommen. Diese nutzte man dazu, die Wildcard-Seite mit Geschichten und Berichten auf 2 Seiten zu verlängern. Und schließlich beinhaltete die Seite 14 Rätsel und Gewinnspiele. Es wurden auch richtige Gegenstände verlost, die gerade in der Nachkriegsatmosphäre durchaus Potenzial hatten, einem Teenager Freude zu machen. Der erste Preis war zumeist ein Fahrrad oder ein neues Radio. Doch es gab auch Modelleisenbahnen zu gewinnen, Roller, Fußbälle und natürlich auch Tintin-Hefte vom Casterman Verlag. Im April 1947 wurde einmalig eine Osterausgabe mit 24 Seiten produziert. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ausnahmetalenten Hergé und Jacobs hat in diesen Monaten Comicsgeschichte geschrieben. Sie waren beide sehr unterschiedliche Menschentypen und hatten auch unterschiedliche Herangehensweisen an Ausdrucksformen im Comics. Jacobs war zweifelsohne mehr von finsteren Themen fasziniert und liebte es, mit harten Schatten und der Dunkelheit im Bild zu arbeiten, während Hergé nur ungern kontrastreiche Bilder zeichnete und ohnehin nicht zu düster sein wollte. Jacobs dachte mehr wie ein Novellist und war der Meinung, dass auch Humor nur dann legitim ist, wenn er gleichzeitig die Geschichte vorantreibt. Hergé war da ganz anders. Er war berühmt für seine geradezu bizarren Gag-Szenarios, die fast immer darauf basierten, dass sie nichts mit der Geschichte zu tun hatten und sogar für ganze Seiten nur aus einer einzigen Ablenkung bestanden. Der größte Unterschied zwischen den beiden bestand vor allem in ihrer Herangehensweise an Handlungen. Jacobs legte großen Wert auf eine umfassende Vorbereitung. Er würde nicht mit dem Zeichnen anfangen, solange das Drehbuch und die Handlungsstränge nicht komplett ausgearbeitet waren. Hergé war da ein anderer Typ. Er neigte dazu, sich einfach in eine Idee zu vertiefen und zu schauen, wohin ihn die Skizzen tragen würden. Er plante somit gerne nur einige Seiten voraus und war er dort in all den Prozessschritten des Comics-Zeichnens angekommen, fing er überhaupt erst an, über die Fortsetzung der Handlung nachzudenken. Beide Ansätze waren legitim und faszinierend, aber nur in diesen beiden Bänden, die 7 Kristallkugeln und der Sonnentempel, begegnen sie sich und koexistieren. Eine so enge Zusammenarbeit erwies sich als fruchtbar und erfolgreich. Beide Künstler zeigten während der Arbeit einen starken Sinn für Humor und konnten sich gegenseitig inspirieren und zu Höchstleistungen antreiben. Doch diese kreative Enge hatte ihren Preis. Bereits im September 1944, also in jenen Tagen, als Hergé unentwegt verhaftet, verhört und in der Presse verhöhnt wurde, hatte er Jacobs zusätzlich zu dessen Honoraren angeboten, ihn mit 10% an allen Grafiken zu beteiligen, die sie außerhalb der unmittelbaren Tintin-Bände zeichneten und zeichnen würden. Bezüglich der unmittelbaren Arbeit an Tim und Struppi überraschte Hergé seinen Freund und Kollegen mit einem ganz anderen Angebot. Er, Hergé, sollte nur noch für die Hauptcharaktere zuständig sein, sämtliche Rechte an Tim und Co. behalten und 55% der Tantiem erhalten, während Jacobs fortan für alle Hintergründe zuständig wäre und Anspruch auf 45% der Tantiem hätte. Das war durchaus großzügig. In jener Zeit war Hergé bereits ein etablierter Stern am Himmel der noch immer recht jungen Comicskunst, während Jacobs noch lange nicht diese Art von Bekanntheit beanspruchen konnte. Die Zusammenarbeit der beiden war nicht nur von Erfolgen beschert. Als für Hergé das Jahr des Arbeitsverbotes begann, erschufen die beiden eine gemeinsame Comic-Idee unter dem Pseudonym Olaf. Doch Bernard Thierry, Hergés Agent, gelang es nicht, das Exposé irgendeiner Zeitung zu verkaufen. Dies trug nur zu der endlosen Reihe aus Unzufriedenheiten, die Hergé bei Thierry empfand. Als dann das Tintin-Magazin anlief, wollte Hergé zusätzlich Fakten schaffen. Er schlug Jacobs vor, fortan vollständig an Tim und Struppi mitzuarbeiten. Gerade die mühsame Arbeit an der Sonnentempel machte Hergé deutlich, dass er von Jacobs recht abhängig war. Tim und Struppi besaß stets eine bestimmte Arbeitsethik, nach der Errungenschaften bezüglich der Qualität nicht mehr unterschritten werden sollten.
Tintin würde fortan immer das Ergebnis von Teamwork sein, um einen beständigen Qualitätsstandard einzuhalten oder gegebenenfalls noch höher zu schrauben. Für Jacobs war dies ein schwieriger Vorschlag. Er wollte natürlich seine eigenen Geschichten zeichnen und seinen eigenen Stil prägen, anstelle immer nur im Schatten von Hergé zu stehen. Und die augenblickliche Zeitenregelung in der Redaktion des Tintin-Magazins ermöglichte ihm das auch. Er arbeitete viel mit Hergé am Sonnentempel, doch er hatte seine eigene Blake- und Mortimer-Geschichte und viele andere Ideen im Kopf. Wenn es nach ihm ginge, hätten die Dinge gerne so bleiben können, wie sie sind. So erbat er sich einige Tage Bedenkzeit. Die eigene Freiheit zunehmend einzuschränken, gefiel ihm nicht, doch er verstand auch, dass Tim und Struppi nun das große Ding war. Hier eine Weile an Bord zu bleiben, würde sich finanziell sehr gut für ihn auszahlen. Auch wenn er hier seinen Stil dem von Hergé anpassen und unterordnen musste. Am Ende kam er mit seiner Antwort. Diese fiel nicht ganz so, wie Hergé es sich vorgestellt hatte. Edgar P. Jacobs stimmte Hergé grundsätzlich zu und erklärte sich bereit, Vollzeit an Tim und Struppi mitzuarbeiten, auf Kosten seiner eigenen Comicgeschichten, unter einer Bedingung. Er wollte fortan bei den gemeinsamen Tintin-Abenteuern ebenfalls eine Nennung auf der Titelseite der Bände. Damit traf er bei Hergé allerdings einen recht wunden Punkt, wie wir schon in dem einen oder anderen Video festgestellt haben. Nun war es Hergé, der sich hastig eine Bedenkzeit erbat. Hergé konfrontierte mit dieser Idee auch den Castermann Verlag und fragte nach deren Meinung. Bei Castermann war man von der Vorstellung nicht begeistert, dass fortan auf der Titelseite Hergé und E.P. Jacobs stehen sollte. Nach 8 Tagen setzte sich Hergé mit Jacobs hin und erklärte ihm, dass er diese Bedingung leider nicht annehmen konnte. Er zitierte hierbei den Widerwillen des Castermann Verlags. Doch Pierre Azoulin vermutet in seiner Biografie, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Hergé jemals einer solchen Idee zugestimmt hätte, ob mit oder ohne die Einflussnahme von Louis Castermann. Für Jacobs kam das vermutlich nicht ganz so schockierend. Er war mit seiner Situation alles andere als unzufrieden. Das Tintin-Magazin war angelaufen und er zeichnete parallel seine Blake- und Mortimer-Geschichte. Grundsätzlich wird er wenige Gründe zur Beschwerde gehabt haben. So wird Hergés Ablehnung das Verhältnis der beiden Freunde noch nicht allzu sehr beschädigt haben, denn ich denke mir, dass Jacobs sich das insgeheim schon gedacht haben wird. Er kannte Hergé bereits einige Jahre und wusste, wie verbissen und kontrollbesessen der Künstler bei seinem Tintin werden konnte. Wer weiß, vielleicht war das seine etwas gerissene Art, aus einer Nummer herauszukommen, die ihm insgesamt nicht so arg behagte. Das größere Problem war ja, dass sein Blake und Mortimer ziemlich abhoben. Der Comic erfreute sich im Tintin-Magazin sehr großer Beliebtheit. Dies war eine deutlich ernstere Abenteuergeschichte voller finsterer Gesellen und mit noch mehr Action als bei Tintin. Blake und Mortimer war als Comic grundsätzlich gewalttätiger und rauer. Es besaß, was man in angloamerikanischer Filmsprache als gritty bezeichnet. Für Hergé war das eine ungewohnte Situation, denn bis dahin war er es gewohnt, dass alles innerhalb eines Tintin-orientierten Magazins sich vorrangig um Tintin und die Hauptgeschichte drehte, zumindest was das Echo des Publikums betraf. Doch Le Secret de l'Espadon konnte an dieser Stelle mit Tim und Struppi mithalten und hatte bereits eine gehörige Fanbase unter den Lesern. In den 30ern hätten sich die jungen Leser damit kaum beschäftigt, ob bei Hergé jemand mitzeichnet oder nicht. Doch nun waren die Leser deutlich mehr an den Details interessiert. Die Idee, sich einen Comicband von dem Künstler signieren zu lassen, war geboren. Innerhalb der Redaktion war das Thema auch durchaus zwiespältig, denn Hergé war dafür bekannt, ein Workaholic zu sein, der bei seiner Arbeitsweise auf nichts Rücksicht nahm, vor allem nicht auf sich selbst und die eigene Gesundheit. Für die Kollegen wäre es ein deutlich angenehmeres Szenario gewesen, wenn Jacobs sich gebeugt hätte und Hergés Bedingungen akzeptiert hätte, ohne eigene zu stellen. Sie wussten vermutlich relativ früh, dass Hergé wie ein Frachtzug war, der gegen eine Mauer fuhr. Und die vereinbarten Stunden, die Jacobs in Tintin investierte, reichten in der Tat nicht aus, um Hergé das Leben nachhaltig zu erleichtern. Für die Atmosphäre im Büro wäre es somit besser gewesen, wenn Jacobs sich gefügt hätte. Doch sie verstanden auch die Perspektive von Jacobs sehr gut.
Dies war seine Zeit, ähnlich wie 1934 Hergés Zeit gewesen war. Blake und Mortimer starteten durch und nun galt es für ihn, den steilen Weg zum Gipfel zu nehmen und ebenfalls eine Legende zu werden. Er konnte seinen Namen nicht einfach so verschwenden und jahrelang anonym für Hergé arbeiten. Bereits im Mai 1947 fand schließlich die einvernehmliche Trennung der beiden Künstler statt. Dies hatte keinen großen Einfluss auf Jacobs Rolle innerhalb des Magazins. Les Secrets de l'Espadon war schließlich eine beliebte Serie und Blake und Mortimer war aus dem Tintin-Magazin nicht mehr wegzudenken. Wenn überhaupt, hatte Jacobs nun mehr Zeit, sich seinen eigenen Figuren zu widmen. Für die Fans von Blake und Mortimer war das eher eine gute Neuigkeit. Eine Zusammenarbeit an Tim und Struppi sollte es bei diesen beiden Männern nicht mehr geben. Doch Jacobs hatte sich weiterhin bereit erklärt, für Hergé Modell zu stehen. Der Zeichner hatte seine Körperproportionen dafür verwendet, um Kapitän Haddock zu zeichnen. Dass die Probleme damit nicht aus dem Weg geräumt wurden, das erkannte man schon bald, als nur wenige Wochen später, am 19. Juni 1947, der Sonnentempel nicht mehr im Tintin-Magazin erschien. Die Handlung brach ab. Die gewohnte Doppelseite in der Mitte wurde hastig mit Quick und Flupke gefüllt. Links oben druckte man eine kurze Notiz ab, in der man bemüht war, diesen peinlichen Missstand zu erklären. Unser geschätzter Freund Hergé muss einige Tage Auszeit nehmen, hieß es dort. Doch was war vorgefallen? Die Wahrheit ist, dass Hergé einen vollständigen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Er steckte inmitten dieser endlosen Baustelle namens der Sonnentempel und zwar seit einigen Tagen ohne die wertvolle Hilfe von Jacobs. Und so war Hergé plötzlich nicht mehr zur Arbeit erschienen. Er war so richtig verschwunden. Doch die vorhandene Wunde war vermutlich viel tiefer. Natürlich litt Hergé massiv an Überarbeitung, doch er war schon immer ein Arbeitstier gewesen und so ist es unwahrscheinlich, dass das Pensum allein daran schuld war. Die Welt war für Hergé unzugänglich und unübersichtlich geworden. Auf der einen Seite war da ein viel größerer Marktdruck. Das Spirou-Magazin, die alte Konkurrenz von Tim und Struppi, war wieder in der vordersten Reihe und buhlte dort um das Taschengeld der Jugendlichen. Dort hatte ein gewisser Maurice de Bevere unter dem Künstlernamen Maurice eine neue Serie gezeichnet mit dem Titel Lucky Luke. Die Serie schlug ziemlich ein und Hergé wusste, dass er nie wieder dieser einsame König der belgischen Comic-Szene sein würde. Maurice, Franquin, Gigé, nur wenige Jahre später Goscinny, Uderzo. Dies war eine neue Generation belgischer und französischer Zeichner, die hungrig war nach Erfolg. Nach den gemächlichen Kriegsjahren fühlte sich Hergé zu energielos, um sich dieser neuen Szene zu stellen und sie zu beherrschen. Er war da einfach nicht flexibel. Die Abenteuerlust dieser neuen Künstler erkennt man daran, dass Franquin, Gigé und Maurice in 1948 für mehrere Jahre nach Amerika gegangen waren und von dort ihre Arbeiten dem Spirou-Magazin ablieferten. Sie wollten am Puls der Zeit sein, amerikanische Zeichner kennenlernen. Gerade Maurice blieb dort 6 Jahre. Der gesetzte reiseunwillige Hergé war da eben ganz anders. Die Evolution der franco-belgischen Comic-Szene hatte an Geschwindigkeit und Dynamik zugenommen und er, der es gewohnt war, das Feld unentwegt zu dominieren, war damit vermutlich recht überfordert. Doch auch die erstarkende Konkurrenz kann nicht alleinig als Erklärung für Hergés kompletten Ausfall dienen. Die Probleme gingen tiefer. Es wäre naiv zu glauben, dass ein Gerichtsbeschluss und ein polizeiliches Führungszeugnis Hergé reinwaschen würde. Vor dem Staat mochte er nun wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Doch die Gesellschaft besaß eine Meinungsfreiheit und interessierte sich selten dafür, was auf einem amtlichen Dokument stand. Hergé, der Ancevik, das war ein Bild, das in der Presse und auf der Straße weiterhin heraufbeschworen wurde. Für Hergé machte sich langsam bemerkbar, wie viele Feinde er eigentlich hatte. So wurde das Erscheinen vom Tintin-Magazin nicht nur wohlwollend aufgenommen. Den Kids mochte die Politik dahinter egal sein. Sie freuten sich über neue Comic-Abenteuer und das Magazin wurde sogleich ein Erfolg. Doch die Kritiken in der Erwachsenenpresse sahen ganz anders aus. So wunderte sich die Zeitung Quotidien, wie es eigentlich sein kann, dass jemand, der Raymond de Becker so nahe gestanden hatte, derart leicht davongekommen war.
Hergé hatte auch einen richtigen Wortführer dieser Kritik am Hals, den Redakteur Fernand Demany von der ultralinken Zeitschrift Drapeau Rouge, zu Deutsch die rote Fahne. Nomen est omen. Demany publizierte zum Erscheinen des Tintin-Magazins wortgewaltige Abrechnungsartikel, in denen er Hergé mit der Neuordnung der Nazis in Verbindung brachte und den Zeichner zu einem Vollstrecker von wörtlich hitleristischen Ideologien machte. Hier wurde natürlich massiv das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet. Doch gedruckt war gedruckt. Die neu ausgerichtete Zeitung Le Soir selbst, also Hergés ehemaliger Arbeitgeber, ging da zumindest subtiler vor. Aus der Chefredaktion hatte es tatsächlich eine wörtliche Weisung gegeben, dass der Name Hergé niemals unmittelbar erwähnt werden darf. So erschien dort ein Artikel, in dem der Verfasser sein Bedauern darüber ausdrückte, dass unbescholtene Leute nach dem Kriegsende große Mühen hatten, ihr Führungszeugnis zu erlangen, während es da einen bekannten Grafiker gibt, der während der Okkupation ein Vermögen gemacht hatte und sein Zeugnis mühelos von einem Kriegstribunal erhielt. Und dieser Zeichner darf nun ein eigenes Wochenblatt herausbringen. Jeder Belgier, der die vorangegangenen Jahre nicht auf dem Mond oder Mars verbracht hatte, wusste natürlich, von wem die Rede ist. Und die Zeitung La Cité Nouvelle tönte da ganz derb und schrieb wörtlich: Ein Ancevik und ein Verräter, der unzählige Mal dem Feind gedient hatte, hebt nun seinen Bleistift auf und lanciert seine kleine Hitlerjugendbrigade. Müssen die Kinder jener, die hingerichtet wurden und politische Gefangene waren, nun menschlichen Anstand jemandem beibringen, der unschuldige Kinderunterhaltung für die Interessen des Feindes missbraucht hatte? An Monsieur Tintin und dessen Hitlerjugend richten wir diesen Aufruf. Euer Boss sollte in dem Gefängnis Saint-Gilles sitzen. Nun, natürlich war es die Presse und so konnte man sich darauf verlassen, dass diese Attacken abebben würden, denn die Karawane des Journalismus muss immer weiterziehen. So zumindest sah es der robuste Raymond Leblanc. Doch auch nachdem die Hetzartikel verstummt waren, fühlte sich Hergé massiv verwundet. Da war etwas unreparierbar gebrochen in seiner Beziehung zu Belgien, in seiner Sicht des Landes. Die junge Journalistin Dominique de Vespin, mit der Hergé befreundet war, kehrte gerade aus China zurück. Ich hatte in der 9. Episode eine Unterhaltung zwischen ihr und Hergé erwähnt, die 1939 stattgefunden hatte. Pierre Assoulin beschreibt, dass sie damals einen Hergé zurückließ, der vor Ideen und vor Energie überbordete. Nun, 7 Jahre später, traf sie auf einen gebrochenen Mann, beladen mit Bedauern und mit tiefsitzenden Ängsten. Hergé hatte seit 1929 nonstop gearbeitet. Nun kam das alles irgendwie zusammen, der mentale Kollaps. Hergés Fluchtinstinkt war gar nicht so verkehrt. Er war dorthin geflohen, wo er sich auch in der Vergangenheit wohlgefühlt hatte, in ein Kloster. Die Abtei Notre-Dame des Cormont wurde von Trappistenmönchen betrieben. Die Andachten glichen hier mehr Meditationen als Gebeten und Hergé fand hier eine Ruhe, die möglicherweise sein Leben gerettet hatte. Interessanterweise, und das ist eine etwas gewagte Hypothese, die ich hier beschreibe, erscheint es ein wenig so, als ob diese Nähe des gelebten Christentums und des christlichen Mystizismus langsam den ersten Schritt eines Prozesses darstellten, der Hergé von dem unmittelbaren Katholizismus mit seinen politischen und sozialen Verstrickungen entfernen sollte. Und dieser Prozess wird in den kommenden Jahren noch deutlich. Das ist ein nicht geringer Punkt. Gerade Hergé war so untrennbar mit der katholischen Kirche verknüpft. Er hatte jahrelang in einer ultrakatholischen Zeitung gearbeitet und seine Glaubenshaltung galt als unumstößlich. Doch ausgerechnet hier, innerhalb von Klostermauern, beginnt seine Haltung aufzubrechen. Weg von einem politisierten Bekenntnis zu einer Religion hin zu einem universelleren Blick, der deutlich spiritueller und aufgeklärter war. Natürlich wird ihm das hier, zermürbt und inmitten eines Nervenzusammenbruchs, nicht bewusst gewesen sein. Doch in diesem Kloster traf er auf Vater Gall, der ein leidenschaftlicher Experte für die Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner war. Ein Priester, der die Sprache der Sioux-Indianer sprach und von ihnen als Stammesmitglied erachtet wurde. Hergé, der ein Fan der Indianer war, war natürlich fasziniert. Mit Vater Gall würde ihn noch bis ins hohe Alter eine tiefe Freundschaft verbinden.
Hergé verbrachte auch Stunden vertieft in Gesprächen mit Bruder Boudin. Er begann zu begreifen, dass die Antworten, die er suchte, nicht an eine feste Religion oder Herkunft gebunden waren. Hier beginnt er zu sehen, dass Erkenntnis transzendental sein muss. Sie muss Herkunft und Zugehörigkeit durchdringen. Hergé wird fortan fasziniert von der Idee einer universellen Weisheit sein. Dies ist natürlich aber auch eine etwas idealisierte Beschreibung der unmittelbaren Vorgänge, vielleicht sogar eine Art Kolportage. Denn nachdem Hergé einige Tage später nach Brüssel zurückgekehrt war, waren keine der Elefanten im Raum beseitigt. Die alten Probleme waren noch immer da. Wenn überhaupt, erschienen die Probleme brisanter, denn Hergés Geist war nun geschärft für ihre Wahrnehmung. Hierzu trug sicherlich die langsam zerfallende Beziehung zu seinem Agenten Thierry stark bei. Die beiden hatten begonnen, sich gegenseitig angriffslustige Briefe zu schicken und beschuldigten sich gegenseitig für allerlei Misserfolge verantwortlich zu sein. Hergé hatte in dieser Zeit auch mehrere Konsultationen mit bekannten Psychiatern, die ihm alle weitgehend dasselbe sagten. Wenn er es nicht lernen würde, auch mal kürzer zu treten, dürfte er mit Krankheit und Depression rechnen. Nun, es spricht viel dafür, dass die Depression schon längst eingetroffen war. In Die Kunst von Hergé beschreibt Philippe Godin eine dieser Episoden und die damit einhergehende Geisteshaltung von Hergé. Von Thierry betrogen, verfiel Hergé in eine tiefe Depression. Er war unfähig zu arbeiten und machte einsame Spaziergänge im Wald. Am 19. brach er unter Tränen zusammen und traf dennoch Raymond Leblanc, um über die Situation bezüglich des Magazins zu sprechen. Am nächsten Tag ging er tapfer wieder an die Arbeit. So folgte eine zweite Reise, diesmal deutlich koordinierter und abgestimmt mit der Redaktion. Hergé begab sich an den Genfer See, wo er mehrere Wochen in einer Privatunterkunft eines lokalen Ehepaars verbracht hatte. Hier lernte Hergé es zum ersten Mal richtig zu faulenzen. Eis essen, Bootsfahren, lesen, wandern. Es war eine kurze Zeit der Erholung und sichtlich heilsam für Hergé. Ohnehin war das gastgebende Ehepaar Charles und Lise Fornara eine interessante Bekanntschaft für Hergé. Das hier waren hartgesottene Landleute, die einen Gutshof besaßen, abends Absinth tranken und Hergé erzählten, wie sie sich während des Krieges heimlich über die Grenze begaben, um Flüchtlingen vor den Nazis in die Schweiz zu helfen. Nach seiner Rückkehr nach Brüssel fühlte sich Hergé gestärkt, doch bereits im Herbst 1947 fühlte er die alten Probleme in ihm aufsteigen. Das Arbeitspensum Woche für Woche zu erfüllen, misslang ihm sichtlich. In seiner Verzweiflung griff Hergé zu einer recht klandestinen Maßnahme. Er holte sich den verfemten Jacques van Melkebeke, den jungen Koloristen Guy Desiqui und dessen Kumpel Franz Jagenaud. Sie trafen sich nun täglich in Hergés Haus in Boisfort und arbeiteten dort auf Rechnung an den Hintergründen, insbesondere bei der Inka-Stadt und dem Kerker, in dem Tim und Haddock von den Inkas festgehalten wurden. Während Hergé sich eben auf die Figuren konzentrieren konnte. Dies war eine ziemliche Guerilla-Aktion im Finale dieser aufwendigen langen Serie. Doch für Hergé bestand hierin eine wertvolle Erfahrung, denn er bekam hier einen flüchtigen Blick auf eine Arbeitsweise, die ihm eigentlich behagen sollte. Der Keim des zukünftigen Studio Hergé wurde hier in seiner Wohnung ins Leben gerufen. Später würde Hergé Wert darauf legen, nicht nur einen Mitarbeiter zu haben, sondern auf ein Dutzend Assistenten zurückzugreifen. Übrigens wurde fortan Guy Desiqui Hergés Modell für Tintin. Hergé skizzierte gerne seine Figuren anhand echter Vorlagen, die ihm in der Redaktion Modell stehen mussten. Hier entstand auch durch die Anregung eines der drei Kollegen in der Redaktion die Idee, in der Doppelseite mit der jeweiligen Episode von Der Sonnentempel jene Infobox einzubauen mit der Überschrift »Wer waren die Inkas?« Den textlichen Inhalt hatte Guy Desiqui recherchiert und geschrieben. Die Erstellung einer solchen Box ging deutlich schneller voran, als den entsprechenden Raum mit Comics-Paneelen zu füllen. So sparte sich Hergé jede Woche ein Drittel der Fläche. Doch all dieses Lavieren fand letztendlich nur deshalb statt, weil er nicht bereit war, Edgar P. Jacobs als Miturheber zu nennen und lieber auf seine wertvolle Unterstützung verzichtete. Doch auch mit dieser Heftpflastermaßnahme begann Hergé bei der Herstellung weiterer Folgen von Der Sonnentempel weiter in Verzug zu geraten.
Die Handlung näherte sich zwar langsam dem Ende zu, doch es fehlten noch Dutzende Paneele, die gezeichnet werden mussten. Der wöchentliche Erscheinungsrhythmus erwies sich hier als eine gnadenlose Knute, die Hergé kaum eine Atempause bot. Auch bei der Handlung fühlte sich Hergé von jeglicher Inspiration verlassen. Tim und Haddock waren Gefangene der Inkas, doch wie sollte sich aus dieser Situation zügig ein Höhepunkt entwickeln? Er wandte sich an den befreundeten Wissenschaftler Bernard Auvelmont, den er bereits bei seiner Arbeit an Der geheimnisvolle Stern und die sieben Kristallkugeln konsultiert hatte. Auvelmont hatte mit der Aufgabe keine Mühen und überraschte Hergé beim nächsten Treffen mit einer ganzen Sammlung an Ideen und Gags. Dies war nicht nur eine Gefälligkeit. Hergé überwies in 1947 Auvelmont für seine Ideen einen Betrag von 23.000 belgischen Francs. Also eine durchaus beachtliche Summe, die Hergé für einen Ausweg aus seiner mentalen Sackgasse zu zahlen bereit war. Auvelmont verdanken wir also vor allem die Idee mit der Sonnenfinsternis. Am Ende gelang es Hergé endlich am Ziel anzukommen. Der Sonnentempel war vorerst fertig. Doch der Stress wurde deshalb nicht weniger. Zum ersten Mal erschien es Hergé, als ob die Arbeitsstapel, die durch das Tintin-Magazin generiert wurden, und die Arbeitsstapel, die von Castermont generiert wurden, ein unauflösliches Problem darstellten. Er dachte sogar darüber nach, den Vertrag mit Raymond Leblanc nicht zu verlängern und aus der Zeitschrift auszusteigen, um so die Projekte für Castermont bewältigen zu können. Denn in der Zwischenzeit hatte er an einer vollständigen Überarbeitung der Originalversion von »Die Zigarren des Pharaos« begonnen. Sein Stil hatte sich seit jenen frühen Jahren so massiv geändert, dass er es hierfür wichtig erachtete, die gesamte Geschichte neu zu zeichnen und zu kolorieren. Wer heute die normale Ausgabe von »Die Zigarren des Pharaos« im Regal hat, besitzt somit eine Version, die 1947 gezeichnet wurde. Die ursprüngliche Ausgabe gibt es nur als spezielle Faksimile-Edition auf Französisch oder Englisch. Raymond Leblanc bemühte sich in all dieser Zeit, das Tintin-Magazin in Frankreich herauszubringen. Tim und Struppi waren schon vor dem Krieg in Frankreich bekannt, eben durch die Veröffentlichungen in der Pariser Jugendzeitschrift Cœur Vaillant und durch exportierte Ausgaben der belgischen Castermont-Bände. Leblanc verheimlichte Hergé die Details seiner Unternehmungen. So erfuhr Hergé nichts von dem massiven Widerstand, der Leblanc begegnete. Hergé veröffentlichen niemals war die gängige Reaktion aus mehreren Dutzend Verlagen, die Raymond Leblanc kontaktiert hatte. Heute kaum vorstellbar, doch am Ende der 40er Jahre war der Name Hergé massiv toxisch. Insbesondere in Frankreich, wo die Wut über Kollaborateure noch größer war als in Belgien. Doch Leblanc war nicht dafür bekannt, leicht aufzugeben. Am Ende fand er den kleinen Verlag von Georges Dargaud, der mit ihm die französische Edition des Tintin-Magazins herausbrachte. Die ersten Schritte erwiesen sich durchaus als wirtschaftlich mühsam, denn an den Zeitungskiosken konkurrierte der französische Tintin mit dem etablierten Cœur Vaillant. Doch Woche für Woche besserten sich die Zahlen. Hergé war indes weiterhin recht verbittert. Mit der Ankunft des Jahres 1948 fühlte er sich als Künstler sichtlich isoliert und ohne die Anerkennung der belgischen Gesellschaft, die ihm einst so wichtig war. Eine Weile hatte er versucht, sich gegen einige der Angriffe zur Wehr zu setzen, insbesondere als die Jugendbuchautorin und alte Bekannte aus den Petit Vingtième-Jahren Jeanne Kapp einige unschmeichelhafte Kommentare in der Presse publizierte. Hergé schickte ihr im Gegenzug ein Einschreiben und verlangte darin eine öffentliche Entschuldigung und drohte ihr mit einer Strafanzeige. Dies war alles nicht sehr zielführend und vermutlich auch stark geblufft. Hergé hätte vermutlich kaum eine Auseinandersetzung in einem Gerichtssaal angestrebt. Hätte er das getan, die Presse hätte ihn zerfetzt, gefressen und wieder ausgespuckt. Seine Bitterkeit wurde unentwegt auf die Probe gestellt. Als er endlich wieder etwas Licht sah und die Zeitschrift Le Phare seine Quick- und Steppke-Geschichten lizenzierte, loderten die Hasstiraden wieder überall auf. Kommunistischer Redakteur und bekennender Hergé-Hasser Fernand Demany hielt während eines Parteitags eine Rede, in der er sich darüber auskotzte, dass Hergé nun mit Le Phare kollaboriere und dass man nicht vergessen sollte, dass Hergé ein Illustrator sei, der für die Neuordnung Propaganda betrieben hatte und eine Propaganda gezeichnet hatte, die sich ausgerechnet an Kinder richtete.
Demani echauffierte sich auch über den Juristen Paul Struyer, den ich in der letzten Episode erwähnt hatte. Er hatte damals Hergés Freund und Kollegen Julien de Proft verteidigt. Inzwischen war er allerdings zum Justizminister Belgiens aufgestiegen. Demani attackierte Struyer öffentlich und ermahnte ihn, dass es in Wirklichkeit so etwas wie eine Amnestie für die Incivique nicht gäbe und Struyer sich als ein Beschützer von Hergé vorsehen müsste, denn solche Vorgehensweisen würden einen gefährlichen Präzedenz erschaffen. Hergé war also unfreiwillig tief in einen stark politisierten Parteienschlagabtausch zwischen den Ultralinken und den Etablierten geraten. Eine Zone, die er gerne über alles auf der Welt gemieden hätte. Und Demanis Attacken entbehrten jeglicher Grundlage, sie waren Halbwahrheiten und überzeichnete Details jenseits der vorhandenen Fakten. Hergé war nun 40 Jahre alt und seine Empörung und seine Abneigung gegenüber Belgien erreichte in diesen Monaten den Höhepunkt. Die Folge war eine der verrücktesten Ideen, die Hergé jemals gehabt hatte. Er beschloss, ins Exil zu gehen. Dies war ein geheimes Vorhaben, über das er nur mit seiner Frau Germaine und dem Herausgeber Louis Castremont gesprochen hatte. Die Remis würden nach Argentinien übersiedeln, fern der Häme und der Hassangriffe der belgischen Presse. Im Januar traf sich Hergé heimlich in den Antwerpen mit dem argentinischen Konsul. Hergé bestand auf den Antwerpen als Treffpunkt, denn er fürchtete, dass in Brüssel sein Treffen der Presse bekannt werden würde und eine weitere Runde aus Hohn und Kritik nach sich zog. Hergé versprach Louis Castremont, dass er nicht abreisen würde, bevor die 7 Kristallkugeln und der Sonnentempel als Gesamtbände druckreif waren. Danach würde er sich in Argentinien einrichten, so dass er von dort weiterhin dem und Struppi-Abenteuer zeichnen konnte. Louis Castremont schrieb Hergé sogar ein euphorisches Empfehlungsschreiben, das benötigt würde, um ein entsprechendes Langzeitvisum zu beantragen. Hergé nahm auch bereits Kontakt mit belgischen Aussiedlern in Argentinien auf und engagierte dort sogar einen Künstleragenten, der ihn vertreten sollte. Erst ein Jahr zuvor wurde Juan Perón Präsident von Argentinien und die politische Situation war nicht allzu stabil. Doch Hergé konnte es gar nicht schnell genug gehen. In Briefen klagte er seinen neuen Bekannten in Buenos Aires über dieses traurige Land Belgien und über die Hexenjagden, die auf ihn veranstaltet wurden. Gleichzeitig fiel seine Zusammenarbeit mit dem Vertreter Bernard Thierry nun komplett auseinander und sollte schon bald in einer Gerichtsverhandlung enden, bei der sich beide Parteien bitter mit Vorwürfen überhäuften. Hergé fühlte sich von Thierry verraten, betrogen und ausgenutzt. Philippe Godin schreibt über diesen Sachverhalt im zweiten Band von Die Kunst von Hergé. Allmählich fand Hergé heraus, dass Thierry ihn systematisch betrogen hatte. Coeur Vaillant teilte ihm mit, dass eine für ihn bestimmte Zahlung von 410.000 französischen Francs für die letzten 6 Monate an seinen Agenten gegangen sei. Le Beau Film informierte Hergé, dass 235.000 französische Francs, die sie dem Künstler schuldeten, von Thierry eingelöst worden waren. Hergés Wut nahm zu und er schrieb an Thierry, dass er Veruntreuung aufgedeckt habe. Sicherlich von Vorteil war, dass Louis Castremont und Raymond Leblanc hier zu Hergé hielten und relativ zügig einen Berg aus Belegen und Beweisen für Thierrys vielfältiger Schwindel aufbringen konnten. Hergé begann nun auch einen Blick auf allerlei Projekte zu werfen, die Thierry hatte unter den Tisch fallen lassen. So belebte man wieder den Kontakt mit dem dänischen Verleger Per Carlsen, der sich sehr interessiert zeigte, diese, wie er sagte, äußerst charmante Serie in Skandinavien bekannt zu machen. Per Carlsen würde natürlich 1953 in Hamburg eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Carlsen Verlag gründen. Hier beginnt sich also eine Trajektorie abzuzeichnen, die schließlich zum Erscheinen von Tim und Struppi in Deutschland führt. Am 29. November 1947 findet schließlich der Showdown zwischen Hergé und Thierry vor Gericht statt. Hergés Beweislage ist vernichtend und der Künstler geht aus der Verhandlung siegreich hervor. Die zuvor angesprochene Filmproduktionsfirma Le Beau Film hatte an einem Tim und Struppi Stop-Motion-Animationsfilm gearbeitet, der von Claude Misson und Wilfried Boucheri produziert wurde. Es handelte sich um Die Krabbe mit den goldenen Scheren. Hergé hatte mit der Herstellung nichts zu tun, außer dass er die Nutzungsrechte an Figuren und die Geschichte an das entsprechende Filmstudio lizenziert hatte.
Dies war das erste Mal, dass jemand versucht hatte, Tim und Struppe in ein filmisches Medium zu übertragen. Ob Hergé das Resultat gefiel, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Es inspirierte ihn auf jeden Fall zu einer neuen Sparte im Tintin-Magazin, die schon bald umgesetzt wurde mit der Überschrift Tintin im Kino. Doch sagen wir es mal so, in jenen Jahren war für ihn Alfred Hitchcock bei der Gestaltung von Tintin eine nachhaltige Inspiration gewesen. Und Hitchcock war damals ein Synonym für die große Leinwand, für den aufwendigen Blockbuster. Und Hergé hatte stets das Gefühl, dass Tintin, wenn schon in andere Medien umgesetzt, eigentlich immer auf die ganz große Leinwand gehört. Aber das denken vermutlich alle Künstler von ihrem Baby. Somit wird sich seine Begeisterung für den Stop-Motion-Film sehr in Grenzen gehalten haben, obwohl die Produktion, wie alle Stop-Motion-Filme, eine große Arbeitsleistung darstellt. Doch interessant ist, dass Hergé gleich danach die Walt Disney Studios in den USA kontaktierte und hier eine Zusammenarbeit anregen wollte. Disneys Zeichentrickfilme galten damals als unübertreffbar. Kinobesucher der 40er Jahre staunten mit offenem Mund darüber, was alles möglich war. Denkt mal an Pixar mal 100. Das ist die Wirkung, die Disneys Animationsfilme damals auf die Zuschauer hatten. Hergé hatte sogleich 7 seiner Tintin-Bände nach Hollywood geschickt und versucht, ein Telefonat mit Walt Disney selbst zu organisieren. Nach 2 Monaten kam dann eine unmissverständliche schriftliche Absage des Studios. So sollte es noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis Tintin endgültig in Hollywood eintraf. Im Frühling 1948 begannen Verhandlungen mit der tschechischen Firma Kohinoor in Prag. Dies war ein berühmter Bleistifthersteller und die Idee bestand darin, Buntstiftpackungen mit Tintin-Motiven zu drucken. Ich hätte nichts dagegen, diese hier in meinem Archiv zu haben, aber ich stelle mir vor, dass man für solche Artefakte heute eine Menge Geld hinlegen muss. Am 13. Mai unternahm Hergé eine kleine Urlaubsreise, die tief blicken ließ. Geplant war eine Reise mit seiner Ehefrau Germaine und der jungen Rosanne, einer verheirateten Tochter eines Bekannten von Hergé. Eine nach heutigem Dafürhalten äußerst befremdliche Konstellation, doch dies waren noch immer recht konservative Jahre und so wollte wohl jeder immer erst an das Gediegene im Menschen glauben. Aber ich lasse mal Philippe Gaudin noch einmal zu Wort kommen. Am 13. verließen Georges, Germaine und die junge Rosanne Brüssel. Die Reise ging über Brisaggio nach Norditalien und zurück über den Comer See und Zürich. Sie war von einem Drama überschattet. Georges hatte eine Affäre mit Rosanne. Am 5. Juni bei ihrer Rückkehr nach Boisfort, wo Georges, Germaine, Rosanne, Hergés Vater und Onkel sowie Marcel Deyer versammelt waren, war die Atmosphäre eisig. Bald darauf verschwand Hergé erneut. Dies verursachte eine große Unruhe in der Redaktion des Tintin-Magazins, denn auch jene, die zuvor zu ihm gehalten haben, zeigten sich nun darüber besorgt, wie es mit der Zeitschrift unter solchen Umständen weitergehen sollte. Raymond Leblanc behielt einen kühlen Kopf. Er beschäftigte sich damit, die Redaktion insofern umzustrukturieren, als dass der Betrieb nicht von einem einzelnen Individuum abhängig war, das sich zunehmend als unzuverlässig und unbelastbar erwies. Über die Umstände und Details des zweiten Verschwindens ist relativ wenig bekannt. Hergé flüchtete sich wieder zu seinen Bekannten am Genfer See. Doch er wurde auf dem Weg dorthin in Begleitung einer 20 Jahre jüngeren Frau gesehen, die man in Brüssel zügig als Rosanne identifiziert hatte. Hergé hatte in den vorangegangenen Jahren durchaus einige Flirts und Affärchen gehabt, doch allesamt von nur sehr geringer Tragweite. Zuerst genoss Hergé diese Tage am Genfer See. Er hatte in dieser Zeit keine einzige Zeichnung vollendet, doch er schrieb lange Briefe an Edgar B. Jacobs, vermutlich darüber besorgt, dass die vorangegangenen Unstimmigkeiten ihre Freundschaft zerstören könnten. Jacobs selbst war in jenen Wochen in einer eher melancholischen Stimmung und so gilt es anzunehmen, dass diese Korrespondenz ihre Freundschaft erneut etwas gefestigt hatte. In Brüssel musste natürlich Raymond Leblanc allerlei Ausreden jonglieren, um die Tatsache zu überspielen, dass der Mann in der Mitte des gesamten Projekts gegenwärtig nur durch seine Abwesenheit auffiel. Doch natürlich konnte das ständige Nichtstun keine echten Lösungen zu Hergés Problemen beitragen. Einige Problemchen muten rückwirkend trivial an, so zeigte sich Hergé darüber bestürzt und kommentierte das in diversen Briefen, dass sein Gesicht in der Zwischenzeit so gealtert war und Falten aufwies.
Doch hier war eben jemand, der viele Jahre immer als der etwas knabenhafte Boy Scout angesehen wurde, und nun schien das alles wie ein Traum verflogen zu sein. Hergé kam schließlich bei Germaine angekrochen und beichtete alles. Er beschwor sie, ihm eine Chance zu geben. Er sei seinen eigenen Leidenschaften zum Opfer gefallen, doch leben wolle er nur mit ihr, Germaine. Alles schon mal irgendwo gehört. Die Leute um Hergé deuteten das alles als eine typische Midlife-Krise eines Mannes, der nun in seinen 40ern angekommen feststellt, dass er eigentlich nicht mehr jung ist. Hergé wandte sich mit seinen Depressionen auch an lokale Quacksalber und Wunderheiler, doch die Homöopathen hatten für seine ständigen Angstzustände auch kein Mittel. Natürlich kann man an dieser Stelle denken, dass Hergé ein wenig arg wehleidig war und alles ein wenig narzisstisch zu sehen schien. Aber es gibt natürlich auch eine andere Perspektive für all das. Man darf nicht vergessen, dass hier an diesem Punkt bereits zwei große Unternehmen, der Castermont Verlag und der Lombard Verlag, gleichermaßen vollständig auf Hergés Schultern ruhten. Dahinter standen viele Erwartungen und Dutzende Jobs, die alle unentwegt davon abhängig waren, dass Hergé brav eine Zeichnung nach der anderen ausspuckte. Und die Jahre davor war es dasselbe mit Le Soir, mit Petit Van Thiem. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das alles schlagartig zum Stillstand kam und in Hergés Kopf in sich zusammenbrach. Am Ende schrieb seine Ehefrau Germaine nach Genf: Wenn du schon nicht für mich zurückkommst, so komme wenigstens für Tintin. Und Raymond Leblanc lockte Hergé aus dem selbsterwählten Exil, indem er ihn auf Umwegen wissen ließ, er sei bereit, jemanden anderen Tintin-Geschichten zeichnen zu lassen, wenn Hergé nicht zurückkehren würde. Das hat gewirkt. Hergé machte sich auch bewusst, wie sehr er seine Frau in den vorangegangenen Wochen vermisst hatte. Interessant ist auch, dass er in dieser Zeit vollständig von seiner Idee abgekommen war, nach Südamerika auszuwandern. Was genau hier seinen Denkprozess beeinflusst hatte, ist nicht bekannt und wird allgemein nur wenig verstanden. Doch welch ein Glück! Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlecht das ausgesehen hätte, wenn Hergé tatsächlich nach Südamerika ausgewandert wäre. Ausgerechnet Argentinien, die typische Anlaufstelle geflohener Nazi-Bonzen. Wäre es dazu jemals gekommen, hätte das einen wirklich furchtbaren Eindruck gemacht. Und so kehrte Hergé erneut nach Brüssel zurück. Er bemühte sich nun um etwas mehr Entschlossenheit. Er kaufte sich einen neuen Zeichentisch und begann neu über seine Arbeitsweise nachzudenken. Er versuchte auch etwas mehr den kurzweiligen Ehemann zu mimen und unternahm fortan häufiger kurze Reisen mit Germaine nach Paris, Venedig oder Lugano. Etwas, das er zuvor kaum getan hatte. Die Ehe zu retten war ihm wichtig. Er versuchte sich einerseits etwas zu schonen, doch wollte weiterhin für alle da sein, die etwas von ihm erwarteten. Hierbei hatte er eine interessante Idee. Sein Zuhause war zu jenem Zeitpunkt überladen mit Zeichnungen. Dies waren eher schlecht archivierte Berge aus Skizzen und Ideen aus zwei Jahrzehnten. Kisten und Mappen gänzlich unsortiert. Hergé wurde bewusst, dass er sich möglicherweise zu oft den Kopf darüber zermarterte, ständig innovativ und originell zu sein, doch er konnte sich möglicherweise viel Energie sparen, wenn er auch mal sein Archiv konsultierte und all die Ideen, die er bereits vor Jahren auf Zettel vermerkt hatte, mal Revue passieren ließ. So begann er zuerst, all diese Artefakte zu organisieren. Hunderte Zeichnungen, Notizen, Ideen, Entwürfe. Dies ist sozusagen der Anfang des berühmten Hergé-Archivs, das heute die Arbeitsgrundlage aller Biografen oder publizierenden Tintinologen ist, die Bücher zum Thema schreiben. Im Zuge dessen stolperte er über das Land des schwarzen Goldes. Dies war unvermeidlich. Zu diesem Punkt war das die größte abgebrochene Baustelle in Hergés Karriere. Vor der Ankunft der Nazis hatte er bereits ein Drittel der Geschichte in Le Petit Van Thiem publiziert und es dann schlagartig abgebrochen. Eine Tintin-Story, in der die Deutschen die Bösewichter sind, war nicht gerade eine gute Idee angesichts der herannahenden Wehrmachtstruppen. In der Biografie von Benoît Peter wird angedeutet, dass die Idee, diese bereits 8 Jahre alte Geschichte wiederzubeleben, von Germaine Remy angeregt wurde. Hergé hatte aber auch immer betont, dass er im Reich des schwarzen Goldes nie für immer ad acta gelegt hatte, sondern immer nur als etwas ansah, das vorerst nur auf Eis gelegt wurde.
Hergé sah in der Story noch immer ein gewisses Potenzial, aber er wusste auch, dass es ihm ein wenig Luft verschaffte, wenn er auf etwas zurückgreifen konnte, das bereits fertig war, wenn auch unvollständig. Zu diesem Zeitpunkt spielte er noch immer ein wenig auf Zeit und schob die Notwendigkeit großer, origineller Ideen etwas hinaus. Hinzu kam, dass er zuletzt an der Neuerstellung von Die Zigarren des Pharaos gearbeitet hatte. Er hatte viele Zeichnungen in der Wüste und im arabischen Kulturraum erstellt. Er musste also thematisch kein neues großes Fass aufmachen und konnte stattdessen von bereits gemachten Bildrecherchen und Skizzen profitieren. Hinzu kam, dass Hergé beschloss, im Tintin-Magazin wöchentlich nur noch eine Seite des Tim und Struppi-Abenteuers zu publizieren, anstelle der gewohnten Doppelseite. Das war eine Konsequenz, die er aus dem zermürbenden Produktionstempo von der Sonnentempel gezogen hatte. Es sollte noch immer zwei Seiten Hergé in jedem Heft geben, doch die andere Seite gehörte nun einer älteren Geschichte von Josette et Joko. So konnte Hergé ein wenig atmen. Doch das Material rund um das Land des schwarzen Goldes hatte zwei Probleme, die er lösen musste. Zum einen, er hatte diese Geschichte vor der Erfindung von Kapitän Haddock und Professor Beanline gezeichnet. Er musste also einen Weg finden, Haddock und Beanline hereinzubringen, ohne jedoch alles neu zu erfinden. Das andere Problem bestand darin, dass er sich Jahre zuvor schon einige visuelle Filetstücke aus den geplanten Zeichnungen geholt hatte, als er die Krabbe mit den goldenen Scheren produzierte. Viele Szenen und Ansichten, die ursprünglich dem Öltanker Speed All Star galten, wurden dann für die Darstellung der Karabujan verwendet. Die grundsätzliche Prämisse der Geschichte blieb weitgehend unverändert. Jemand kontaminiert in Europa das Benzin mit einer unbekannten Chemikalie, die dazu führt, dass manche Autos inmitten der Fahrt explodieren, was die Schulzes am eigenen Leib erfahren. Dies bringt die Aktien der Erdölkonzerne in einen Talkurs, während sich eine internationale politische Krise anbahnt. Es ist von einem neuen Krieg die Rede. Hergé hatte 1939 während seiner Mobilisation in die belgische Armee begonnen, diese Geschichte zu entwickeln. Und so überrascht es nicht, dass hier trotz dem üblichen Humor vorerst eine bedrohliche Atmosphäre besteht. So geht Tintin undercover und heuert als Funker auf dem Erdöltanker Speed All Star an, um zu ermitteln. Gleichzeitig schickt das Polizeipräsidium die Schulzes auf dasselbe Schiff mit gleicher Mission. Chaos ist damit vorprogrammiert. Für das Haddock- und Beanline-Problem benutzte Hergé einige freche Kunstgriffe. Am Anfang ging es ihm darum, Kapitän Haddock sinnhaft aus dem Verkehr zu ziehen und darum erklärbar zu machen, warum Haddock im Hauptteil der Handlung fehlt. So erhält Tim auf der dritten Seite einen Anruf von Haddock, der ihm mitteilt, dass er wegen der internationalen Ölkrise von der Marine in aktiven Dienst einberufen wurde. Er muss also augenblicklich abreisen und hat gerade noch Zeit, sich telefonisch von Tim zu verabschieden. Der Kapitän wird erst im Finale der Handlung wieder auftauchen, unter äußerst merkwürdigen Umständen. Doch dazu später mehr. Professor Beanline bleibt in dieser Handlung komplett außen vor. Doch auf der letzten Seite oder vorletzten Seite hören wir etwas von ihm, als er ein Gegenmittel für das kontaminierte Benzin entwickelt. Tim und Struppis Weg führt in das fiktive Land Kemet und dessen Hafenstadt Kemka, wo der Öltanker anlegt. Doch jemand platziert in Tims Kajüte inkriminierende Unterlagen, die den jungen Reporter als einen Waffenhändler belasten. Bei den Schulzes wiederum findet man Drogen. So werden alle drei von der lokalen Polizei verhaftet und an Land gebracht. Doch während die Schulzes nach einer Prüfung ihrer Personalien freigelassen werden, wird Tim aus der Untersuchungshaft in ein Zentralgefängnis überführt, um dort von der Geheimpolizei verhört zu werden. Angesichts all der Ereignisse, die wir in den letzten zwei Videofolgen besprochen haben, ließe sich annehmen, dass Hergé hier seine unmittelbaren Erfahrungen mit dem Kriegsende reflektieren wollte. Doch ein Blick ins Archiv zeigt, dass dies schon in der frühen Version im Januar 1940 entsprechend gestaltet wurde. Während der Überführung findet ein Anschlag auf das Polizeiauto statt und der bewusstlose Tim wird von Unbekannten entführt. Tim gerät damit zwischen die Fronten eines lokalen Konflikts zweier arabischer Ölscheichs, dem etwas manischen Bab El-Er und dem leicht tattrigen Ben Kalish Esab. Bab El-Er und seine Rebellen versuchen Kalish Esab zu stürzen. Hierzu bedienen sie sich der Dienste des ominösen Mul Pascha, den Tim schließlich in der Wüste antrifft, während dieser den Sprengstoffanschlag auf eine Pipeline durchführt.
Hier erkennt Tim in Mulpascha seinen alten Widersacher Dr. Müller, uns bestens bekannt aus Die Schwarze Insel. Dr. Müller operiert hier als ein Agent Provocateur und arbeitet in Wirklichkeit für den Ölriesen Skoil Petroleum. Hier hatte Hergé schon 1939 einen interessanten Konflikt zwischen den beiden Konzernen Speed Oil und Skoil entworfen, der auf dem Rücken einer fernen Nation ausgetragen wird. Gerade das lässt diesen Band so befremdlich aktuell erscheinen. Wenn Hergé den Nerv traf, dann traf er wirklich den Nerv. Dennoch stellt die Nachkriegsausgabe von Im Reiche des schwarzen Goldes in vielerlei Hinsicht eine massive Abwandlung von der ursprünglichen abgebrochenen Version im Le Petit Banquier, die dort in 1939 und 1940 herausgegeben wurde. Und diese Veränderungen werden noch größer, als Hergé später die endgültige Version von 1971 erarbeitet hatte, also die Version, die den meisten bekannt ist. Die Veränderungen sind dem grundsätzlichen geopolitischen Wandel der vergangenen Jahre geschuldet, die dazwischen lagen. In der ersten Version von 1939, aber auch in der zweiten Version von 1948, legt die Speed Oil Star in dem von den Briten besetzten Palästina an. Tintin wird also von britischen Milizen verhaftet und während er in das Zentralgefängnis überführt wird, verübt die zionistische Terrororganisation Irgun, die gab es übrigens wirklich, einen Anschlag auf das britische Auto. Der Grund dafür ist eine Gesichtsverwechslung, da Tintin einem ihrer Verbindungsleute zum Verwechseln ähnlich sieht. In 1948 war das eine brisante Story, die sehr am Puls der Zeit lag, da der arabisch-israelische Konflikt in den ersten Nachkriegsjahren schnell eskalierte. Und ja, man hält als Tintinologe mit Schweißperlen auf der Stirn kurz inne, wenn Hergé die Handlung in die Straßen der fiktiven Stadt Kaifa weiterlaufen lässt, die eindeutig auf die echte Hafenstadt Haifa anspielt und überall plötzlich hebräisch geschriebene Schilder und Firmentafeln auftauchen. Doch diese Angst erweist sich als unbegründet. Hergés Umgang mit der Geschichte ist hier durchaus interessant, insbesondere da er in der Darstellung des Konflikts keine Stellung bezog und sie mehr als eine spannende Leinwand für die Handlung verwendete. Hierin war die Version von 39 und 48 ein wenig spannender als die heutige Ausgabe von 71, da die Umstände der Handlung politisch etwas komplexer und sichtlich asymmetrischer waren. Nach 1971 hatte Hergé die Story deutlich vereinfacht und zu einem schlichten Konflikt zwischen Khalish Esab und Bab LR gemacht. In 1971, also über 20 Jahre später, wirkte viel an den Hintergründen der Geschichte sehr unzeitgemäß. Insbesondere da Hergé es auch nicht mehr wünschte, dass man die Tim und Struppi-Geschichten vielleicht mit der Ausnahme des Bandes Der Blaue Lotus an konkreten historischen Ereignissen festmachen konnte. Die jungen Leute von 1970 wussten kaum noch etwas von der britisch-israelisch-arabischen Situation und so war es mehr als nachvollziehbar, dass Hergé die Geschichte massiv veränderte und in den fiktiven arabischen Staat Kemet versetzte. Hierbei ließ er sich recht deutlich von Jordanien und dem Irak inspirieren. Die Atmosphäre ist in der 71er-Version eine gänzlich andere als in den vorangegangenen Versionen. Die kolonialen Elemente, die in der Originalversion viel mehr an Der Blaue Lotus erinnerten, waren gänzlich verschwunden und Hergé präsentierte hier einen postkolonialen, unabhängigen Araberstaat, der durch das Öl und die westlichen Interessen sehr schnell zu großem Reichtum gelang. Erwähnenswert wäre auch ein leichtes Abschleifen der Gewalt, das es bei Tintin-Überarbeitungen gelegentlich gab. So überwältigt Tintin in der Originalversion von 39 einen Araber, um sein Pferd zu nehmen, indem er ihn mit einem Messerwurf tötet. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Bereits in der zweiten Revision von 48 beließ es Hergé im Ominösen, wie genau Tintin in den Besitz des Pferdes gelangt. Bei dem Konflikt zwischen zwei Beduinenscheichs bezieht Hergé durchaus Stellung und stilisiert Bab LR als den cholerischen Parvenu, während der an der Macht sitzende Ben Khalish Esab eher ein gütiger Herrscher ist, der zwar unentwegt zu dekadenten und grausamen Handlungen neigt, dies aber aus einer eher tattrigen Naivität herausmacht, eben als Produkt einer zu Grausamkeiten neigenden Kultur. Da schwingt natürlich Hergés ewiger Royalismus mit. Und das könnte man zu Recht kritisieren, doch Hergé meidet den Eindruck, dass der Emir Khalish Esab berechtigt auf dem Thron sitzt.
Er ist einfach nur eine historische Realität dieser erfundenen Welt und für Hergé steht fest, dass es keine Rolle spielt, wer dort an der Macht ist. Es wird immer recht tyrannisch zugehen. Denn wir haben es hier eben mit Beduinen zu tun, die sozusagen über Nacht zu reichen globalen Playern aufgestiegen sind. Und dieses Problem beschäftigt uns bis heute, sieht man sich die saudischen Wahhabiten doch an. So tiefgründig geht Hergé darauf natürlich nicht ein. Der Emir Kalisch Esab ist, ähnlich wie General Alcazar, eine neue ambivalente Bekanntschaft für Tim und Struppi, die später nochmal in Erscheinung treten wird. Hier von einer Freundschaft zu sprechen, würde zu weit führen, doch es ist sehr typisch für Hergé und möglicherweise seine eigene Wahrnehmung der Welt und der Gesellschaft, dass Tintin und Haddock eine Menge Bekannte haben, die sich für ihre Freunde halten, doch von den beiden nicht wirklich gerne gesehen werden. Das gilt später auch für den Versicherungsvertreter Kiesewetter, aber vor allem für die Opernsängerin Bianca Castafiore, die Haddock und Tim zwar respektieren, vor der sie sich aber auch sehr gerne verstecken, um ihr nicht begegnen zu müssen. Und durch keine Figur wird das natürlich deutlicher als durch den Sohn von Emir Kalisch Esab, den ungezogenen Superrabauken Abdallah. Dieser Junge, der im Prunk aufwächst, hat natürlich nur Unfug im Kopf. Abdallah beschäftigt sich den ganzen Tag nur damit, anderen Leuten Streiche zu spielen. Man muss gar nicht erwähnen, welch ein gigantisches Potenzial da in den Begegnungen zwischen Abdallah und Kapitän Haddock bestehen. Die Idee zu Abdallah kam Hergé bei der Lektüre des amerikanischen Schriftstellers O. Henry, der eigentlich William Sidney Porter hieß, und dem wir die Einführung des Begriffes Bananenrepublik zu verdanken haben. In einer seiner Geschichten beschrieb O. Henry ein Kind, das so schrecklich und so unerträglich war, dass am Ende seine Entführer den Eltern des Kindes Geld bezahlten, nur damit sie es wieder zurücknahmen. Hergé fand das hochamüsant und nahm sich somit vor, das ungeheuerlichste Kind der Comicsgeschichte zu erfinden. Hergé spielte natürlich viel mit der Ironie, dass Abdallahs Vater, Emir Ben Kalisch Esab, zwar bereit ist, ständig jeden auspeitschen zu lassen, doch seinen verhätschelten Sohn nennt er immer nur mein Täubchen oder meine kleine Gazelle. Hergé ließ sich für die Gestalt von Abdallah von einem Foto des jungen Prinzen Faisal II., dem späteren König vom Irak, inspirieren und stilisiert ihn zu einem gemeinen, sadistischen Monster. Der Emir selbst ist recht deutlich Ibn Saud nachempfunden, dem berühmten Gründer von Saudi-Arabien. In dieser Geschichte gibt es auch ein Wiedersehen mit dem ausgebufften Händler Oliveira de Figuera, den Hergé bereits in den Zigarren des Pharao vorgestellt hatte und der hier mit einer zusätzlichen Tiefe präsentiert wird. Auch Bianca Castafiore tritt für eine Sekunde in Erscheinung, als Tintin aus Versehen das Radio anmacht und ihre schrille Arie erklingt. Auch die stark optimierten Herstellungsprozesse rund um das Reich des schwarzen Goldes konnten nicht die gewohnten Hergé-Ausfälle verhindern. Erneut wurde die Fortsetzung abgebrochen, erneut war Hergé ohne Ankündigung verschwunden, vermutlich wieder nach Genf. Am 28. Juli 1949, in der Ausgabe Nummer 30, erschien Tintin vorerst zum letzten Mal. Tim schleicht sich mit Hilfe von Senor de Figuera in die Villa von Dr. Müller und sucht, ähnlich wie damals in die Schwarze Insel, nach belastenden Beweisen gegen den Schurken. In der Ausgabe 31 löste man das nun schon gewohnte Problem kurzerhand dadurch, dass die ohnehin bereits verwendete Geschichte von Joe, Zette et Joko auf zwei Seiten erweitert wurde, bevor man die Abenteuer von Corentin dorthin verschob. In der Ausgabe Nummer 32 zeigte sich die Redaktion proaktiv. So erschien dort eine ganze Seite mit der Überschrift Hergé a disparu. Hergé ist verschwunden. Hier meldeten sich Tim, Haddock und seine Freunde zu Wort und gaben ihren eigenen Senf zum Thema ab. Die Maßnahme mutete recht psychohygienisch an. Letztendlich nahm man diese Seite zum Anlass, sich über Hergé lustig zu machen. Verübeln konnte es den Kollegen sicherlich niemand. Das Team schob ein wenig Edgar P. Jacobs vor, Hergé Briefe zu schreiben, mit Aufforderungen, endlich wieder nach Brüssel zu kommen. Doch ein Desaster war Hergés Verschwinden nicht mehr. Es war nur noch ein Ärgernis für seine Kollegen. Raymond Leblanc und André Fernès hatten dafür gesorgt, dass eine Menge neuer Comicserien in die Zeitschrift reinkamen. Western und mehr exotische Abenteuer. Dem Namen nach stand die Zeitschrift im Schatten von Tintin, doch die Abwesenheit von Hergé ließ sich verkraften.
Es gab genug hungrige neue Zeichner da draußen, die sich einen Namen machen wollten. Sicherlich hat in dieser Zeit das Tintin-Magazin allerlei Entwicklungen erfahren, die Hergé vermutlich nicht begrüßt oder befürwortet hätte. Es sind auch Comics und Grafiken dort erschienen, die etwas unter dem hochgesteckten Niveau waren. Hergé hätte an dieser Stelle sicher ein Veto eingelegt. Doch Hergé war nicht da, um darauf Einfluss zu haben. Er musste es nachträglich einfach hinnehmen. So hatte Raymond Leblanc den französischen Zeichner Étienne Leralic rekrutieren können, der seine Western-Serie Jojo Cowboy für das Tintin-Magazin zeichnete. Hergé war dagegen, doch angesichts seiner Situation und seines Verhaltens hatte er kaum eine Chance, sich dagegen Leblanc durchzusetzen. Er war währenddessen mit anderen Dingen beschäftigt, mit der Rettung seiner Ehe. Abbé Vallès schaltete sich in die Situation ein und funktionierte wie eine Art Mittler zwischen den beiden. Hergés extrem lange Briefe an seine Frau machten deutlich, dass er sie noch immer liebte, doch in seinen tiefsten Depressionen eben unfähig war, sie mit einzubeziehen. Er füllte ganze Seiten mit Lob und Anerkennung für all ihre Opfer. Doch der Eindruck, dass er auf diese Weise das langsam schleichende Ende dieser Ehe zelebrierte, lässt sich nicht gänzlich leugnen. Als er schließlich im Oktober 1949 zurückkehrt, erscheint im Tintin-Magazin eine denkwürdige Titelseite. Hergé wird von seinen eigenen Handlungspersonen in Handschellen geführt. Germain und Georges kehrten zu ihrem Ehealltag zurück. Es war eine zerbrechliche Allianz und niemand wollte daran rütteln. Bereits in seiner ersten Überarbeitung, also 1948, erhielt im Reiche des schwarzen Goldes einen durchaus modernen Look. Hierbei stört es gar nicht, dass am Anfang die Schulzes einen Oldtimer aus den 20er Jahren fahren. Dies erhöht nur die vertraute Schrulligkeit, welche von den beiden Superdetektiven verkörpert wird. Die gesamte Atmosphäre von diesem Band erinnert an die Abenteuerfilme der 50er und 60er Jahre. Und das ist interessanterweise nicht nur in der zweiten Überarbeitung von 1971 so, sondern fällt schon in 1948 damit deutlich auf. Im Finale kehrt Kapitän Haddock zurück auf die Bühne der Handlung. Wie ein Deus Ex Machina erscheint er und rettet Tim. Dieser ist, genauso wie der Leser, darüber erstaunt, woher der Kapitän plötzlich kommt und vor allem, woher er wusste, wo sich der gefangene Tim aufhielt. Mit dieser deutlichen Unerklärbarkeit erschafft Hergé einen seiner sicherlich absurdesten Gags und zeigt damit, dass man manchmal logische Mängel zu einem Geniestreich ummünzen kann. Tintin fordert den Kapitän auf, zu erklären, wie er ihn finden konnte. Und der gute Kapitän setzt zu einer Erklärung an, doch wir werden je von der rasanten Handlung unterbrochen. Immer wieder setzt der Kapitän zu einer Erklärung an, doch mal sind es Schüsse, Autoverfolgungen und im Finale sogar ein Knallfrosch von Abdallah, die dafür sorgen, dass weder Tim noch wir jemals erfahren, wie der Kapitän in diese Sache hereingezogen wurde. Da wird also eine nur schwer erklärbare Deus Ex Machina Situation mit einem äußerst originellen Langstreckengag aufgelöst. Sichtlich ein Beispiel für Hergés Stärke, aus diversen Sackgassen der Handlung heil wieder herauszukommen. Alles in allem ist im Reiche des schwarzen Goldes weit davon entfernt, Hergés beste Arbeit zu sein, doch sie gehört durchaus zu den besseren. Die Handlung ist recht dünn und Hergé benutzt hier viel Staffage. Er füllt die leere Fläche mit ausgedehnten Passagen, die sich ausschließlich mit den Schulzes in der Wüste beschäftigen. Aber das funktioniert durchaus gut. Hergé geht hier auf eine ähnliche Weise vor, wie es der Hongkong-Star Jackie Chan tut. Hergé nimmt die vorhandene Umgebung, Wüste, Palmen, Araber, ein Jeep und lässt die Schulzes alle Facetten der Tollpatschigkeit durchleben, die mit diesen Zutaten möglich sind. Hierbei ging Hergé verdammt blasphemisch vor. An einer Stelle schlafen die Schulzes am Steuer ihres Jeeps ein und brechen durch die Wand einer Moschee hindurch, wo sie inmitten betender Moslems landen. Die wütende Menge versucht sie anschließend in Stücke zu reißen. Was eigentlich ganz schön schrecklich ist, doch unter Hergés Feder zu einem schwarzhumorigen Klamauk wird, der durch Kultur und Religion hindurch transzendiert. Zum Schluss entdecken die Schulzes mehr durch Zufall ein Röhrchen mit dem MacGuffin dieser Geschichte, sprich die bereits erwähnten Tabletten, die imstande sind, Benzin zu kontaminieren und zum Explodieren zu bringen. Die Schulzes halten es natürlich für Aspirin und essen es, was zu dem Ausbruch einer bizarren Krankheit führt, deren Symptome darin bestehen, dass den Schulzes in großer Geschwindigkeit Haar und Bart wachsen, auch noch in unterschiedlichen Farben,
und dass sie unentwegt Seifenblasen rülpsen müssen. Zur Rettung an dieser Stelle kommt natürlich Professor Bienlein und entwickelt ein Gegenmittel. Natürlich ließ er sich kritisch anmerken, dass die Präsenz von Edgar Pierre Jacobs hier fehlt und damit ein Gefühl von straffer Brisanz und Dringlichkeit wie beim Sonnentempel. In dieser Hinsicht ist im Reiche des schwarzen Goldes sicherlich ein schwächerer Band. Ich finde ihn dennoch essentiell. Es ist eine spannende Tim und Struppi-Geschichte, die zwar nicht so filigran ist wie manche andere und dessen Lücken Hergé überwiegend mit absurdistischen Gags pflastert, doch diese fügen sich gut in die spannenden Action-Szenen ein. Insbesondere die Interaktionen zwischen Abdallah und seinem humorlosen Entführer Dr. Müller sind einfach nur sagenhaft. Auch zeigt sich hier Hergés natürliches Talent, echte Kultfaktoren zu erschaffen. Zum Beispiel den Willis Jeep, den sich die Schulzes schnappen. Allein die Idee, ihn grellrot anzumalen, belegt dies großartig. Der rote Jeep brennt sich da sofort für immer ins Gedächtnis und wird schnell zu einem der Schlüsselelemente der Geschichte. Im Reiche des schwarzen Goldes kann man sich also guten Gewissens zum Gemüte führen. Es ist ein spaßiges Abenteuer in der Wüste. Hier die drei Lieblingspaneele zu finden, ist tatsächlich eine kleine Herausforderung, da der Band grundsätzlich sehr gut gezeichnet ist. Also fangen wir mal an. Erstens, diese Wahl ist freilich keine Überraschung. Auf der Seite 6 schlendert Tim mit Struppi etwas düster blickend durch den nächtlichen Hafen. Ein weiterer Hafenklassiker, zu dem ich wenig sagen muss. Einfach ein tolles Bild. Zweites Bild. Der böse Scheich Bab El-Er lässt den verdurstenden Tim in der Wüste liegen und reitet mit seinen Schurken davon. Eine weitere klassische Hergé-Zeichnung, die leicht den Einzug in diverse Bildbände über Hergé und Tintin findet. Und schließlich Seite 48. Hier klettert Tim vorsichtig eine Leiter herab in ein unterirdisches Bunkersystem. Tolle Perspektive, klasse Zeichnung. Ich möchte diesem Band 3,5 Sterne geben. Sicherlich nicht eine der besten Tim und Struppi-Geschichten und sichtlich in einem hochproblematischen Lebensabschnitt Hergés entstanden. Und doch ist im Reiche des schwarzen Goldes gewohnt rasant, humorvoll und exzellent gezeichnet. In gewisser Weise ist es ein nachträglicher Hauch des alten Tintin. Die Beschaffenheit der Geschichte erinnert uns noch einmal, wie Tim und Struppi früher waren in den Tagen von König Ottokars Zepter und die Schwarze Insel. Inhaltlich finden sich hier unmittelbare Anknüpfpunkte zu dem viel älteren Band der Arumbaya-Fetisch. Schon damals beschäftigte sich Hergé mit der Idee von Konflikten und Kriegen, die von gierigen Konzernen orchestriert werden. Hergé bezog hier seine Inspiration von den Artikeln des österreichischen Autors Anton Zischka, die in den 30ern in Le Crapouillot erschienen waren. Zischka lieferte Hergé auch die Inspiration für Emir Ben Kalisch Esap, denn Hergé hatte sich seinerzeit Zischkas 1934 erschienene Biografie Ibn Saud, König von Arabien, gekauft. Somit ist im Reiche des schwarzen Goldes durchaus dieses Echo eines Tintin-Abenteuers aus der Vorkriegszeit. Doch von nun an würde sich alles verändern. Im Reiche des schwarzen Goldes markiert das Ende einer Ära. Und der Titel der nächsten Geschichte macht es mehr als deutlich. Reiseziel, Mond. Hergé und Tintin wenden sich dem Weltraum zu. Doch dazu in der nächsten Episode. Macht's gut und auf Wiedersehen.